Ah, dieses Buch. Hallo, ihr Schildkröten. Heute ist Montag und somit Rascheltalk-Tag. Und heute, ihr habt es ja schon im Titel gesehen, möchte ich euch mal meine Wolfgang Holbein-Bücher vorstellen. Und zwar die, die am wichtigsten waren in meiner Holbein-Zeit. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich irgendwie, ich glaube, 25 Bücher, also jedenfalls über 20 Bücher von Wolfgang Holbein gelesen habe. Wenn ihr auf meinen Goodreads-Bücher geht, dann könnt ihr sehen, dass das mit Abstand die meisten Bücher sind, die ich von einem und demselben Autor gelesen habe. Ich glaube, mein erstes Buch habe ich gelesen, da war ich weiß es nicht, irgendwas so um die 11, 12, irgendwie sowas in dem Dreh, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Und ja, ich habe allein 21 Bücher hier. Sie füllen ein ganzes Regalbrett und noch ein irgendwie so ein Viertel von dem nächsten, weil es auch fast alles Hardcover sind, nur ein paar Taschenbücher dabei. Und ich habe sie alle gelesen. Viele davon habe ich zweimal gelesen, manche sogar dreimal. Das heißt, ich war also schon ein bisschen besessen. Wolfgang Holbein war lange Zeit, kam da nichts ran. Und irgendwann hatte ich ihn mir überlesen. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gelesen. Und werde wahrscheinlich auch nichts mehr von ihm lesen. Es sei denn, ihr sagt mir, doch, doch, es gibt jetzt das und das Buch und das musst du unbedingt. Und dann schreibt es mir gerne rein. Und dann werde ich vielleicht das nochmal mit Holbein probieren. Genau, und jetzt fangen wir einfach, ich zeige euch die, die in meiner Lesephase quasi die wichtigsten waren, die mich am meisten berührt oder was auch immer haben. Und ich versuche das jetzt so schnell wie möglich zu machen, dass das hier kein ewig langes Video wird, deswegen gibt es jetzt nicht zu jedem eine komplette Inhaltsangabe und eine komplette Rezension oder sowas. Wenn ihr die haben wollt, dann schreibt es gerne nochmal runter, dann kann ich das extra machen. Bei manchen ist es aber auch schon so lange her, da weiß ich nicht mehr so richtig, naja, wie auch immer, und genau, los geht's. Und ich versuche mal ein bisschen chronologisch vorzugehen. Und zwar war das erste Buch, das mir jemals von Wolfgang Holbein untergekommen ist, war dieses hier, Die Rückkehr der Zauberer, was eigentlich auch ein Buch für Erwachsene ist, nicht für Jugendliche. Ich habe das entdeckt, ja wie gesagt, da muss ich so um die 10, 11 irgendwie sowas gewesen sein. Habe es angefangen zu lesen und habe es, glaube ich, nach weniger als der Hälfte weggepackt, weil ich mich so gegruselt habe. Nicht, weil das Buch an sich so gruselig ist, aber weil Holbeins Bücher auf mich immer so eine Wirkung hatten, als wären sie furchtbar real. Und ich war ja auch noch sehr jung und das ist, wie gesagt, ein Erwachsenenbuch. Ich habe furchtbare Verfolgungsängste bekommen, dachte, das, was da passiert, passiert mir auch irgendwie. Und ja, es war ganz furchtbar. Ich habe es wieder weggepackt und habe es dann später aber nochmal gelesen. Und es ist eins meiner Lieblingsbücher. Und ich kann euch nicht mal mehr richtig sagen, worum es geht. Aber es geht irgendwie um Zauberer und ich weiß es wirklich nicht mehr, obwohl ich es auch zweimal gelesen habe dann. Vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Aber jedenfalls ist es sehr, sehr gut gewesen, das weiß ich noch und sehr, sehr spannend und hatte einen unglaublichen Sog. Zu viele Bücher. Dann, ich glaube, Die Rückkehr der Zauberer war aber nicht das erste, was ich gelesen habe, sondern dieses hier, nämlich Katzenwinter. Und da geht es um, ja, eine Bedrohung in einer Stadt, die Justin erlebt, der tatsächlich noch ein Teenager ist, auch ein relativ junger, glaube ich, und seine Oma stirbt und es passieren ganz gruselige Dinge. Und Gott, habe ich mich bei diesem Buch gegruselt, aber es war so gut, dass ich es trotzdem weiterlesen muss. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe eine tierische Angst vor Geistern, ich kann keine Geisterfilme gucken, keine Geistergeschichten, ich grusel mich da stundenlang, wochenlang. Und das war bei dem Buch auch so ein bisschen so. Trotzdem war das was, was ich irgendwie, ich glaube, an ein oder zwei Tagen durchgesuchtet habe. Und dann begann so diese Holbeinsucht auch. Und es ist unglaublich, war unglaublich spannend. Und ich habe es dann nochmal gelesen, ich glaube nochmal. Habe mich wieder gegruselt, aber großartig. Dann das nächste Buch, was ich von ihm gelesen habe, oder so ungefähr das nächste, war Unterland. Ich glaube, das habe ich euch schon mal vorgestellt bei meinen liebsten Fantasy-Büchern. Es ist ein unglaublich tolles Buch, auch ein Jugendbuch, in dem es um eine Fantasy-Welt geht, in der der Protagonist kommt. Und da ist aber nicht alles nur lieb und gut. Und ja, das ist war sehr, sehr spannend und habe ich auch mehrmals gelesen. Und wenn ich das jetzt auch wieder so angucke, dann bekomme ich fast Lust, das nochmal zu lesen. Ich glaube, es war wirklich diese andere Welt und ich glaube, es ist mit eins meiner Lieblingsbücher überhaupt, deswegen ist es ja auch in dem anderen Video drin. Und ja, eine fantastische Geschichte, das stimmt auch. Und ja, großartig. Aber wir wollen schnell durchkommen.
muss ich gestehen, verlässt es mich so ein bisschen mit der Reihenfolge. Ich weiß aber, dass ich Die Templerin war auch eines der mit der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und ich fand es so großartig. Da geht es um die 15-jährige Robin, die im 15. Jahrhundert, nein, im 12. Jahrhundert, viel früher, also wirklich Mittelalter, als einzige Überlebende bei einem Dorfüberfall zurückbleibt, aber auch schwer verletzt. Und sie kommt dann in einen Templerorden und verkleidet sich dort quasi als Knappe und wird als Junge ausgebildet zum, zu einem Templer, wie sagt man denn, zu einem Templer. Und, und dann, was dann passiert, das ist natürlich, es ist ein bisschen wie bei der Päpstin, irgendwann kommt es auch raus und ich glaube, sie verliebt sich auch und es ist, und es gibt auch einen zweiten Teil, der heißt, glaube ich, Der Ring des Sarazen, habe ich auch gelesen, habe ich aber überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Dieses Buch fand ich unglaublich gut, ich weiß noch, ich wollte unbedingt so sein wie sie und irgendwie im Mittelalter Abenteuer erleben, auch wenn es, Holbein ist ja auch immer relativ grausam, also den Protagonisten passieren schon auch eklige Dinge und sie verletzen sich, sehr oft beißen sie sich die Unterlippe blutig oder ballen eine Faust so sehr, dass sich die Fingernägel so doll ins Fleisch schneiden, dass es anfängt zu bluten. Das sind so zwei Formulierungen, die irgendwie total hängen geblieben sind. Aber auch ein sehr gutes Buch, ich kann es euch empfehlen, auch wenn es jetzt schon älter ist. Dann habe ich gelesen die ersten, ich glaube, 5 Bände dieser Chronik der Unsterblichen. Der erste Teil ist am Abgrund und da geht es um Andrei, der ein Vampir ist. Und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas ist in Transsilvanien und es geht um Krieg und Gewalt. Und die haben sich immer so ein bisschen abgewechselt. Der erste war sehr gut, ich glaube der zweite auch noch. Der dritte war dann so, dann kam wieder ein guter und dann, Und ich glaube, es gibt davon 10 oder so, aber ich habe Die Blutgräfin noch gelesen und den danach nur noch angefangen und dann nicht mehr, weil irgendwann war es dann auch gut. Aber der erste war sehr, sehr gut. Ich glaube, den habe ich auch 2-mal gelesen. Und ja, war eine Reihe, die mich schon eine Weile begleitet hat auch. Und Vampire sind die großartig. Ich mag Vampire. Mit Vampiren geht es auch weiter, nämlich mit diesem Buch Dunkel. Was auch eher, das ist kein Jugendbuch, das ist ein Erwachsenenbuch am Abgrund. Also die Chronik der Unsterblichen ist so ein Mittelding, aber das hier ist eher für Erwachsene, hat auch erwachsene Protagonisten. Ist sehr, sehr cool. Ich mag das Vampirbild, was da beschrieben wird, was so ein bisschen anders ist und wo man auch erstmal kommt, bei Holbein ist das auch immer so, man kommt erst so schleichend hinter die mysteriösen Dinge, die da passieren. Das ist ja, ich weiß nicht, ob man das als Urban Fantasy bezeichnet, was er schreibt. Aber jedenfalls ist es ja immer so, dass es meist in den realen Welten spielt und sich die Fantastik irgendwie so einschleicht und das ist hier auch. Und das war sehr, sehr gut. Das mochte ich wirklich sehr, sehr gern. Dunkel. Ein etwas anderer Vampirroman. Ein Buch, was mich hingegen fast zerstört hat, ist dieses hier. Und ich habe es dann auch nochmal gelesen und es hat mich fast wieder zerstört. So wie ein Buch einen halt zerstören bzw. verstören kann. Und zwar Azrael. Da geht es um eine Reihe von unerklärlichen Todesfällen und Selbstmorden. Und da steht dann immer Azrael davor. Und ich glaube, letztendlich geht es um eine Drogengeschichte. Aber das Ganze ist irgendwie so creepy und gruselig. So mit so einem Sog, irgendwie so ein mysteriöser Sog. Und es war sehr, sehr gut. Aber ich habe mich so gegruselt. Auch. Ich grusel mich halt auch immer so schnell. Weil diese Bücher von Wohl Holbein haben wirklich auch, die haben wirklich so eine Sogwirkung, sodass man da. Ich bin eh jemand, der gerade bei Fantasy-Büchern immer so voll in die Bücher, oder nicht nur bei Fantasy-Büchern, sondern immer so voll drin ist, wenn die Bücher so in einem bestimmten Stil geschrieben sind, dann fange ich auch immer so an, so zu denken, wie das geschrieben ist. Total gaga. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Und wenn dann Bücher noch so sogend geschrieben sind, dann verliere ich mich da immer so ein bisschen drin. Und das war hier auch so, das war, oh, dieses Buch, ähnlich sogend, verstörend, wie auch immer, ist Druidentor. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass das ein Buch ist. Ich glaube, ich habe das 3-mal gelesen sogar. Und das ist ein Buch. Ich mache das zu. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Und immer, wenn ich es neu angefangen habe zu lesen, habe ich wieder vergessen, was eigentlich das Geheimnis war. Und ich dachte immer, fuck, du musst es doch eigentlich wissen. Und weiß ich nicht, das ist wie, als würde sich dieses Buch neu schreiben oder mein Gedächtnis irgendwie manipulieren. Oder natürlich ist es total gaga, wahrscheinlich ist mein Gedächtnis einfach nur dusselig. Aber, da ist sogar ein Lesezeichen drin, warum ist da ein Lesezeichen drin? Habe ich das irgendwann nochmal angefangen? Sonderbarer. Ja, jedenfalls ein Buch, was ich unglaublich toll fand und was ich irgendwie, was so an sich eine totale Mysteriosität, ein Mysterium ist.
Ja. Und dann kommen wir zum Abschluss, und zwar zu diesem Buch, Die Flut. Gott, ich hasse dieses Buch. Und der Ausspruch Gott passt da sehr gut, denn es geht darum, dass irgendwie ein neuer Messias geboren werden soll und gleichzeitig ein Antichrist. Oder irgendwie sowas. Irgendwie so in dem Sinne. Und dann geht es um die Mächte, die sich da irgendwie also bekämpfen, beziehungsweise die Frau, die schwanger ist, wird verfolgt von bösen Mächten. Ich weiß nicht mehr, irgendwie so. Und es regnet die ganze Zeit. Und dann hätte bestimmt die Hälfte dieses Buches kürzen können, wenn man einfach ganz viele, sie warteten im Regen, die Schuhe blieben im Matsch stecken, sie rutschten auf dem nassen Boden aus, bla, sie liefen im Regen, sie waren nass bis auf die Knochen, wenn man das einfach weggelassen hätte. Und ich habe das damals gelesen, wahrscheinlich war ich einfach schon sehr gesättigt von Holbein und habe gedacht, nein, nein, es kann nicht sein, dass ein Holbein-Buch so furchtbar ist. So furchtbar. Und dann habe ich es eine Weile liegen lassen und habe es nochmal gelesen und habe wieder gedacht, mein Gott, es ist so furchtbar. Es war einfach so langweilig. Dabei ist die Grundgeschichte so spannend, weil dieses Messias-Antichrist-Ding fand ich total cool und da steckt natürlich total viel so biblische, christliche Mythologie drin und das und mit Engeln und solchen Sachen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Aber dieser blöde Regen. Oh, also da hat das echt ein bisschen übertrieben. Und das war tatsächlich das letzte Buch, was ich gelesen habe. Danach habe ich aufgehört. Also keines der Neuerscheinungen danach hat es irgendwie noch zu mir geschafft. Und ja, ich glaube, es war dann irgendwie, naja, Mitte 20. Also nicht ich Mitte 20, sondern das Mitte 20. Buch irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie viel ich gelesen habe. Und ich glaube, irgendwann war dann halt auch so eine Sättigung, wenn du dann halt schon so Sätze, die halt doch sich immer wieder einschleichen, irgendwie langsam nicht mehr lesen kannst. Und ja, dieses Buch war dann halt noch so langatmig, dass es halt nicht mehr ging. Und damit endete meine Holbein-Obsession und ich habe dann sogar die Bücher irgendwann verbannt in die zweite Regalreihe und ich habe sie jetzt wieder hervorgeholt, weil ich festgestellt habe, sie haben mich doch ganz schön geprägt. Und verleugnen muss man sie ja auch nicht. Das sollte man sowieso nicht bei Büchern. Ich stehe ja auch dazu, dass ich den ersten Twilight-Band gut finde. Genau, und 50 Shades of Grey gelesen habe, aber den finde ich nicht gut. Wie auch immer, genau, das Video ist jetzt schon wahrscheinlich viel zu lang. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Holbein-Empfehlung für mich habt, die ich unbedingt lesen muss, gerne auch von den Neuerscheinungen, oder was euer liebstes Buch ist von Wolfgang Holbein, oder ob ihr den total beschissen findet. Schreibt mir eure Gedanken gerne dazu in die Kommentare, auch wenn ihr einen anderen Autoren habt, von oder Autorin, von der oder dem ihr ganz viel gelesen habt. Gerne alles in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder und denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter als ich es bin. Bis dahin, tschüss!